Grüß euch, meine lieben Kaffeefreunde. Die entscheidende Frage: Muss ich meinen Espresso umrühren, ja oder nein? Das zeige ich euch heute in diesem Video. Oh, lecker! Der Espresso hat drei Schichten in der Extraktion. Das erste, was sich rauslöst, ist Salz und Säure. Das nächste ist die Süße und die Crema, das, was wir so lieben, ist das Bittere. Jetzt könnt ihr einfach nach Lust und Laune die Crema mal ab. Das ist schön bitter, zart bitter. Darunter ist die Süße versteckt. Und ganz unten die Säure. Wenn ihr das umrührt, dann habt ihr die drei Schichten schön zusammengerührt und es schmeckt richtig lecker. Oh ja, schön zart bitter, schokoladig, nussig, Haselnuss. Und probiert doch einmal aus, wie das bei euch ausschaut. Ihr könnt nämlich den Espresso auf drei Teile aufteilen. Jetzt könnt ihr in den Farben schon sehen, was euch erwartet. Dunkel bzw. hell, das ist richtig schön wässrig und bitter. Obwohl, ja, es geht schon, ist wässrig und bitter, aber passt, ohne Körper. Hier das im Grunde habe ich am liebsten, das ist schön süß. Wow, schön ausgewogen. Und hier das erste, seht ihr, ist auch schön dunkel. Da habt ihr es richtig intensiv mit viel Koffein. Ein bisschen Säure ist drinnen, weil der Kaffee das von Hause mit sich bringt. Und jetzt könnt ihr entscheiden, ja, wie viel ihr von dem Bitteren haben wollt oder von der Säure. Machen wir mal hier so oder so, ja. Schütten wir alles zusammen, könnt ihr frei entscheiden, umrühren. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Jetzt passt es wieder. Genau, ihr Lieben, schreibt mir doch mal in den Kommentaren, rührt ihr euren Espresso um oder genießt ihr das Schluck für Schluck die unterschiedlichen Aromen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.